als Sündenbock oder als verantwortlich. Der Mensch in erster Linie ist der Verantwortliche. Auch wenn die Beschaffung von Menschen, die erwähnt wurde in Genesis, die ist genau die gleiche Geschichte. Ich kann nur anführen, die Engel haben sich gewundert, haben gesagt, oh Gott, willst du denn einen Menschen oder ein Wesen erschaffen, der, und ich weiß nicht, woher die das gewusst haben, auf Erden Unfrieden stiftet und Blut vergießen lässt. Da hat gesagt, ich weiß, was ihr nicht wusst. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das zu bewahrheiten, was Allah gewusst hat und die Befürchtung von den Engeln entgegenzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. I'm also happy that they are making effort to bring harmony in the humanity, society, and I'm optimistic that working together we can come to a beautiful family of world where we can again live peacefully, there will be no conflict, and if there is any difference of opinion, we can resolve sitting together, understanding each other, sharing our ideas, and creating this beautiful environment of peace, love, and harmony. Once again, thank you all. I'm thankful to the organizers of this beautiful forum and this organization of World in Peace in Interfaith. For this week, we are all sitting together, and thank you for coming here and spending your valuable time. Ich habe damals gearbeitet in einer Softwarefirma im TechGate-Gebäude, wer es kennt, neben der UNO. Und es war eine Weihnachtsfeier und ich habe mir gedacht, also mein Gefühl, eigentlich, es ist schockierend, wie wenig bei so einer Weihnachtsfeier auch nur annähernd gedacht wird an den Anlass, ja. Und ich glaube, wir Menschen sind nicht nur denkende und rational handelnde und arbeitende Wesen, ja, sondern wir sind eben fühlende Wesen und wir sind geistige Wesen. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass Religion eine Bedeutung hat, eben in diesem Sinne, dass der Geist und die Seele kultiviert werden. Ich glaube, Religionen sollen nie aufgeben, an diese Mission zu glauben, sich nicht auseinanderdividieren lassen, sondern eben eine dieser zentralen Aufgaben wirklich pflegen und das in einem gewissen Gleichklang, weil eben trotzdem uns viel mehr verbindet. Und wir am Ende irgendwo, wenn wir unseren Geist, unsere Spiritualität miteinander teilen, mehr im Raum ist, als wenn wir nur eben eine Gruppe oder eine Religionsgemeinschaft wären. Und ich hoffe, dass uns das auch heute ein bisschen gelungen ist. Zum Abschluss möchte ich noch einen Gedanken herausstreichen, den Herr Pfarrer Markus Gerhold erwähnt hat, nämlich wie er einem Gläubigen oder einer Gläubigen seiner Gemeinde vorsichtig gesagt hat, dass es auch Andersgläubige gibt, die auch Gott lieben und die Gott auch liebt. Und ich denke, als spiritueller Leiter, als Seelsorger, aber auch als Professor hat man sozusagen den Vorteil, dass die Menschen auf einen sehr stark hören. Und man hat auch eine große Verantwortung, denn man kann das nutzen, um den Menschen zu helfen, ihr Denken, ihre Sinne zu öffnen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier wirklich geistige Führer und auch Professor hier einladen konnten, die diese Aufgabe so gut erfüllen und auch den Menschen eben helfen, offen zu sein für andere Religionen und andere Kulturen. Und in diesem Sinne bitte ich noch zum Abschluss auf die universelle Sprache der Musik noch einmal erklingen zu lassen. Bitte, Herr James Strauss.